Jungfrau Maria, die Endzeitprophetin wird vom Himmel geführt. Freitag, 16. Dezember 2011, 22:35 Uhr. Mein Kind, komme, ich komme zu dir, um deinem Herzen Trost zu bringen. Du, mein starkes Kind, wirst künftig imstande sein, das Leiden dergestalt zu tragen, dass du es begrüßen wirst und deshalb dein Durchhaltevermögen beweisen wirst, solange du kämpfst, das Wort meines kostbaren Sohnes Jesus Christus zu verkünden. Du, mein Kind, wirst hin und her gerissen. Jeder Tag präsentiert neue und weitere Herausforderungen in dieser Arbeit, von denen viele schwer sind. Jetzt ist die Zeit, deine Rüstung ohne jede Furcht aufzunehmen. Marschier vorwärts und kämpfe für den Sohn, um sicherzustellen, dass sein heiliges Wort alsbald rund um die Welt gehört wird, und zwar so schnell, wie du kannst. Zaudere nicht, erlaube dir keine Ablenkungen. Ich liebe dich, mein Kind, du wirst vollständig vor Schaden geschützt. Bemerkst du nicht, wie wenig du jetzt beeindruckt bist, wenn du von anderen wegen dieser Arbeit angegriffen wirst? Dies ist die Gnade der Rüstung. Kämpfe mit deiner Armee von Kriegern den Kampf gegen Satan und hilf, die ganze Menschheit zu retten. Du bist die wahre Endzeitprophetin, vom Himmel geführt, um zu helfen, die Welt umzuwandeln. Hilfe wird schnell gesandt werden. Bereite dich vor. Freue dich, denn dies ist ein großes Geschenk. Du wirst jeden Schritt, den du machst, geführt. Also vertraue einfach auf Jesus und gehorche jederzeit meinem himmlischen Vater. Sei tapfer, mutig und marschiere ohne Furcht in deiner Seele. Deine himmlische Mutter, Königin der Engel.